Einen wunderschönen guten Morgen am Tag XY unserer Radreise Open End. Wir sind in Norwegen angekommen. Wir sind in Trondheim, sind heute Nacht um 1 Uhr ungefähr mit dem Zug angekommen, haben natürlich gleich gute Erlebnisse gehabt. Der Bahnhofsaufseher hat uns gleich, ja, angemault, wollte uns vom Bahnhof runterschmeißen, weil der Bahnhof schließt. Ich sage, ey, wisst ihr, man kann sich ja nicht verständigen, aber wir haben gerade mal die Fahrräder ausgeräumt und aus dem Zug, das war ja, mussten wir von oben irgendwo runterheben. Und ja, und so Sachen, Taschen packen, ranmachen, es dauert alles seine Zeit. Da hat er schon rumgefaucht und wir sollen uns beeilen und zack, 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 zack. Und der Bahnhof schließt und. Ja, das war dann schon das erste Erlebnis. Hat er auch alle anderen rausgeschmissen, die noch am Bahnhof im nächsten Zug gewartet haben, mit dem wir hätten eigentlich kommen müssen. Und die hat er einfach rausgeschmissen bei der Kälte. Es war saukalt die Nacht. Hat auch noch geregnet. Und ja, wir sind hier in Trondheim, wie gesagt, am Hafen, haben wir ein Plätzchen gefunden. Mein Schatzi hat schon gekocht oder ist gerade dabei. Wir haben ungefähr 10:30, sind auch erst nachts irgendwann um 3, 4 ins Bett gegangen, weil wir hier noch ein bisschen aufgebaut haben, noch die Scheiße vom Schuh gekratzt haben, die wir uns hier eingetreten haben auf der Wiese. Ganz verrückt hier, wo wir das Zelt aufgestellt haben. Hier irgendwo lag hier Scheiße und naja. Nichtsdestotrotz eine schöne Gegend, auch wenn es beschissen gestartet ist. Hier wird es nachts nicht dunkel irgendwie, haben wir das Gefühl. Das war die ganze Nacht hell. War schon phänomenal. Wir sind ja jetzt erst um 3, 4, wie gesagt, ins Bett gegangen. Sind jetzt, wie gesagt, um 10:30, 10, 10:30 wieder aufgestanden. Hier ist unser ganzes Hab und Gut. Wir haben hier, wie gesagt, eine schöne Wiese gefunden, eine schöne Nische, wo wir uns hier. Da oben ist eine Straße. Da hinten ist dann die Wohneinheit. Da hinten ist Alcatraz, haben wir schon gesagt. Irgendwie ist da eine Insel mitten auf dem Wasser. Da ist er, Alcatraz. Ja, eigentlich eine schöne Gegend hier, schöner Hafen. Also ein kleiner Hafen, der Hafen ist ja da vorne. Aber ich kann es euch dir mal zeigen. Da ist Trondheim. Irgendwo, da hinten. Ich weiß nicht, ob ihr das seht. Ich sehe es gerade nicht. Die Sonne blendet so. Ist halt wunderbares Wetter. Aber ich kann euch ja mal mitnehmen. Und nochmal, nichtsdestotrotz, da hinten liegt Schnee. Schnee, 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 Schnee. Also wir sind durch Gebiete gefahren. Wir sind sehr dankbar, dass wir nicht mit dem Fahrrad gefahren sind. Also die Gegend hier ist wunderschön, wunder, wunderschön. Wir sind, wie gesagt, dankbar, dass wir nicht mit Fahrrad gefahren sind, dass wir die Tour nicht so mit Fahrrad gewählt haben, wie wir es erst gedacht haben. Weil vor einer Woche lag hier noch Schnee und es war auch, so wie es hier unten aussieht, ein bisschen sturmflutmäßig. Überall auf den Bergen liegt noch Schnee, also wirklich viel Schnee. Wir waren noch Höhen unterwegs, da hättest du noch Skifahren können. Und es wäre einfach auch zu kalt gewesen. Wir hätten das nie und nimmer geschafft. Wir hätten das mit unserem Gepäck nie geschafft, über diese Berge zu kommen. Also ich glaube nicht daran. So, wir sind ja jetzt immer noch ganz kaputt und eine Schenkel und eine Bene von Fahrradfahren. Wir haben ja immer noch sehr mit unserem Muskelkater zu tun. Fühlen uns immer noch ein bisschen gerädert. Ja, gesundheitlich wechselt sich das alles so ein bisschen ab. Wir kommen ja gut klar. Solange ich atmen und laufen kann, wird das weitergehen. Egal wie das alles funktioniert in meinem Körper, es schmerzt immer wieder alles so ein bisschen, aber naja, ist egal. Wie gesagt, wir freuen uns auf die Zeit, die wir jetzt hier haben und werden natürlich jeden Moment versuchen, irgendwie zu genießen. Es ist wirklich, habe ich schon gesagt, es ist schön hier? Es ist schön hier. Da ist auch was Schönes, guck mal. Mein Schatzi. So, und. Ja, wir werden natürlich heute ja, Trondheim angucken, weiß ich noch nicht, weil wir können ja unsere Sachen nicht immer einfach hier irgendwo liegen lassen. Das ist halt immer ein bisschen schwierig. Wir sind, wie gesagt, dankbar, dass wir hier die Wiese gefunden haben, weil wir wollten eigentlich, da oben ist irgendwo Wald auf der Karte, haben wir das so gesehen. Da ist alles Wald da hinten, aber ist auch alles super bergig und auf einer schrägen ein Zelt aufbauen ist immer ein bisschen schwierig. Und wie gesagt, gestern hat es ja auch noch geregnet, war super kalt, also recht kalt, sehr kalt. Aber heute ist wieder super warm, das Wetter ist toll und, ups, das darf ich nicht zeigen, da steht ja noch eine Flasche Schnaps, die wir an Bord gekauft haben. Upsala. Die haben wir auf den Dampfer geholt, Duty Free. Die hat uns gestern gute Dienste geleistet. Oh, das war so glücklich. Das haben wir gebraucht, du weg mal so 2, 3 Schluck davon. Ja, wir wollen natürlich besorgen jetzt noch ein bisschen Brot irgendwie. Wir wollen mit der Fähre rüberfahren, haben wir uns überlegt. Wir haben dann eine Route ausgewählt. Die weitaus angenehmer ist von der Natur her. Da müssen wir nicht durch ganz Trondheim durch und durch die ganzen Nebenstädte, die jetzt da sind, mit dem ganzen Gepäck und dem Fahrrad und dem ganzen Trubel und so weiter. Wir waren ja gestern beim
königlichen Stadtfest in, oder ja, war ja königliche Fest in dem Falle, Nationalfeiertag in Norwegen. Haben wir euch ja ein bisschen mitgenommen. Die haben ja nur für uns gefeiert, weil wir ja gestern angekommen sind. Die haben sich so gefreut. Und wir uns ja auch. ja, so war das halt irgendwie. Wir haben total nette Leute kennengelernt. Also, Norwegen ist ein super nettes Land bis auf Trondheim Bahnhof. Das war nicht so nett, aber egal. Ja, wir werden gucken, dass wir dann morgen. Ich werde mich nochmal erkundigen, wie die Fähre fährt. Soweit ich gelesen habe, können sogar manchmal, also Nationalfeiertag wäre umsonst zu fahren, aber er ja, ist ja jetzt vorbei. Aber man kann, glaube ich, teilweise sogar umsonst mit der Fähre fahren bei so einer Sachen, mit Fahrrad oder Passagiere. Also es ist teilweise so, ist nicht immer so, aber auch wenn, ist es nicht so teuer, die kleine Überfahrt. Wir haben eine Route gewählt mit 4 Fähren, dafür aber mit sehr viel Landschaft. Mit sehr viel, wirklich sehr viel Landschaft. Mit wenig Einkaufsmöglichkeiten auf jeden Fall, haben wir schon geguckt. Deswegen müssen wir ein bisschen gucken, das war, aber wir haben jetzt erstmal schon ein bisschen was gekauft in Dänemark. 2 Kilo Mehl, Haferflocken und so weiter. Hauptsächlich Tütensuppen als Geschmacksverstärker, auf Deutsch gesagt, ein bisschen Brühwürfel und so. Also wir haben eigentlich erstmal soweit genug, um erstmal eine Weile auszukommen mit unserem Essen und werden natürlich dann die Landschaft dementsprechend genießen. Wir werden natürlich eine Weile brauchen, um, wenn wir Berge fahren, darüber zu kommen. Wir haben noch nicht so die Ausdauer und die Muskeln sind noch nicht so erholt, dass wir das schaffen, dass wir uns das zutrauen, weil wenn ich euch das mal zeigen darf, irgendwie alles Berge, ne? Ich weiß nicht, ob ihr das seht, aber ich wackel ein bisschen, tut mir leid, aber das ist alles Berg, ne? Alles Berg, alles Berg, alles Berg, alles Berg. So, ich nehme euch mal mit hier, das Video wird wieder lang heute, aber das macht nichts. Ich nehme euch mal mit, da hinten ist die Stadt. Ja, es wackelt jetzt ein bisschen. Aber da hinten ist die Stadt. Da, wir sind mittendrin. Ich weiß nicht, ob ihr seht, das ist die Sonne. Aber ich habe mal rangezoomt. Das ist alles Stadt, 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 Stadt. Ja. Da ist noch Alcatraz. Falls wir böse sind, kommen wir darauf. Und wir werden natürlich gucken. Wir haben ja genug Zeit, den lieben Wolfgang zu besuchen. Wir freuen uns natürlich total drauf. Wir haben eine Route ungefähr von, ich glaube, naja, je nachdem, 500 oder so 400, 530 Kilometer, ist je nachdem, wo wir langfahren und was wir machen. Sollte sehr, sehr gut klappen, denke ich mal, aber denken heißt nicht wissen, das wissen wir ja. Wir werden es überraschen lassen. Auf jeden Fall haben wir sehr, sehr tolle Landschaften vor uns und freuen uns riesen, diese Reise weiterfahren zu dürfen hier in diesem Land. Wurden, wie gesagt, herzhaft begrüßt, haben Eis umsonst bekommen und ja, wir haben super nette Leute kennengelernt. Es ist alles eigentlich sehr, sehr schön bis jetzt und wir freuen uns bis auf die Schmerzen, die wir jetzt immer noch empfinden. Aber wir ruhen uns jetzt hier noch aus, wir gucken, wann die Fähre fährt. Ich werde mich noch erkundigen, wie das jetzt hier mit der Fähre funktioniert. Und ja, dann werden wir vielleicht morgen, wenn die von morgen auch fährt, starten. Heute werden wir noch mal ein bisschen Brot und Wasser holen wahrscheinlich. Und dann kann es morgen ganz in Ruhe losgehen. Die Fähre ungefähr ist 11 Kilometer von hier. Mal gucken, ja, können wir bestimmt am Wasser lang fahren. Also da geht's lang. Das ist eine sehr schöne Strecke. Die werden wir dann natürlich lang fahren und mal gucken. Leider können wir die Stadt nicht so erkunden, wie wir das gerne möchten, weil wir haben ja ganz viel Gepäck. Das einfach liegen zu lassen, wäre natürlich ein bisschen fatal. Hier kommen ja auch, wie ihr seht, da unten laufen Leute, die Kinder waren schon hier. Die Wiese wird also auch benutzt und nicht nur zum Kacken. Ja, also wir freuen uns. Wir würden gerne mehr sehen, aber es ist immer, kulturell ist immer schwierig, weil wir halt doch sehr, sehr viel Material dabei haben. Wir müssen natürlich gucken, dass wir das irgendwo verstecken, was hier nicht möglich ist. Aber müsste man halt mal gucken, dass man irgendwo was findet, wo es halt nicht auffällt. Das wäre halt die einzigste Option. Weil das einfach irgendwo liegen zu lassen oder einfach im Zelt zu lassen, das macht man nicht. Das geht hier nicht. Das ist halt unser ganzes Hab und Gut. Da müssen wir halt immer gut drauf aufpassen. Lieber ein bisschen vorsichtiger sein als nachsichtig. Ja, das war erstmal so der Stand der Dinge von Trondheim. Wie gesagt, eine wunderschöne Gegend. Norwegen, ich kann es nur empfehlen. Wie gesagt, mit dem Schnee, ja, ist wirklich Wahnsinn, dass hier noch so viel Schnee liegt, teilweise auf den Hügeln und Bergen. Er taut aber ab. Wir haben gestern schon einen Tipp gekriegt, dass wir die beste Jahreszeit erwischt haben. Dass wir, wie gesagt, vor einer Woche hier noch minus 12 Grad waren.
und Schnee war und so weiter. Da wurde uns schon am Bahnhof gesagt, ihr seid gut, ihr habt die beste Zeit. Jetzt geht's bergauf mit den Temperaturen. Also super, alles richtig gemacht und auch, dass wir mit dem Zug gefahren sind, alles richtig gemacht. Von hier aus denke ich mal, ist alles machbar und die Gegend wird hervorragend schön und wir werden die Zeit wirklich genießen. Also wir werden die Zeit genießen. Ich werde gucken, dass ich noch eine kleine Angel finde, werde mich da noch ein bisschen schlau machen. Ich weiß, dass ich an den Fjorde keinen Angelschein brauche. Das Problem ist halt, dass unsere Route nicht groß an viele Fjorde vorbeifährt, läuft, Entschuldigung, sondern eher so an abgelegenen Seen und etc. Da bin ich mir jetzt nicht so sicher. Ich glaube, dafür brauche ich, habe ich gelesen, eine Angelkarte oder eine Berechtigung, um halt wenigstens ein, zwei Fische mal fangen zu dürfen, um halt unsere Nahrungsvorräte ein bisschen zu verbessern. Gut, wir werden sehen, wie es läuft. Ich habe ja eh nicht so viel Zeug bei. Ich habe nur Sehnen, Angeln, Haken und Kunstköder bei in dem Falle, so kleine Würmer, Kunstköder. Aber wir haben gesehen, Regenwürmer kann man hier sammeln. Die krauchen hier überall rum, wenn es regnet. Also der Boden hier scheint relativ in Ordnung zu sein. Hier ist noch Leben drinne. Deswegen denke ich mal, mache ich mir da über Insekten oder Köder keine Sorgen. Das Problem ist halt, ich habe keine Route, ich komme nicht so weit raus. Also ich müsste halt Uferangeln machen. Da muss ich mal sehen, wie das funktioniert hier. Aber nichtsdestotrotz, wir freuen uns darauf, dass wir auch die Zeit dafür haben, dass wir nicht jeden Tag 50, 100 Kilometer machen müssen oder wollen oder jetzt einen Zeitdruck haben, weil wir haben die größte Strecke hinter uns. Wir haben, wie gesagt, bis Fistus noch fies düs, haben wir noch, ja, wie gesagt, je nach Route 500 Kilometer, 550, keine Ahnung, so in dem Dreh oder 400. So, also es gibt immer mehrere Routen und wir werden sehen, wie wir fahren. Wie will man eigentlich nicht weg? Hier will man nicht weg. Guck dir das an. Wir gucken uns das an. Wunderschön. Wunderschön. Ja. Mein erstes Wort, Norwegisch, Brevkasse. Briefkasse, ja, wir haben gestern Briefkasse Die gesucht. Frage, schade, gut, jetzt hast du dir gesagt, wie gesagt, die Frage, wer weiß, was Brevkasse heißt. Ja, wir haben gestern halt verzweifelt Briefkassen gesucht und mussten uns. Allerdings nicht in Gelb, der ist hier rot. Der ist rot, Ja, genau. aber wir haben gefunden. Aber steht auch Post da drauf. So, also wir wissen jetzt auch Bescheid, wie hier die Briefkasten aussehen, weil wir gestern eine Postkarte losgesendet haben. Liebe Grüße an Janine in der Richtung. Und Und alle anderen. alle anderen, genau. Auch an unseren Gerd und an unsere Angela, an unsere Ilona, an unsere Zuschauer, die auch noch nebenbei dabei sind, die wir kennengelernt haben, an unseren Early Bird. Ich hoffe, der ist wieder in seine vier Wände gut angekommen und kann aus dem alten Leben wieder ausbrechen irgendwann. Ja, wie gesagt, wir gucken uns hier das alles an. Das Wasser ist sehr, sehr schön. Wir haben uns das gestern oder heute Nacht schon angeguckt mit Taschenlampe. Sehr, sehr klares Wasser, da wächst der Seetang. Wir werden mal gucken, dass wir uns davon noch ein bisschen was rausholen irgendwie. Mal gucken, wir müssen uns ja eh waschen. Mal gucken, ich denke mal, das Wasser ist salzig hier, also wie es aussieht. Ja, wir werden mal gucken, dass wir ein bisschen Seetang naschen. Wir werden mal gucken, weil es ist ja essbar, es ist ja ein Salat. Wir haben ja schon mal Seetang-Salat, haben wir schon mal gegessen. Den kann man natürlich ist ein bisschen knorpelig, aber den kann man in ganz, ganz dünne, feine Streifen schneiden. Mit ein bisschen, ja, ein bisschen Pep und so, ein bisschen ranmachen, ein bisschen würzen und so. Und dann schmeckt der wirklich sehr, sehr gut. Frühstück ist fertig, Kaffee ist auch schon fertig, den ich gestern aus dem Zug bekommen habe. Oder die Nacht. Ja, so ist erstmal so der Stand der Dinge. Körperlich geht es immer wechselhaft. Der Tumor nervt, immer wieder, der brennt wie Sau manchmal. Herz sticht und drückt sehr, sehr oft. Die Knochen, naja, wollen wir nicht drüber reden. Aber ist egal. Wir können laufen, wir können atmen, wir können uns bewegen. Wir brauchen nicht jammern. Wir sind am schönsten Ort der Welt. In dem Falle, was wir bis jetzt sehen durften, ist das der schönste Ort der Welt für uns. Und ein super, super, super tolles Erlebnis. Da ist die Reise anstrengend. Wir haben Jetlag auf jeden Fall. War jetzt ein Hin und Her da mit dem Dampferfahren und dem Zugfahren die ganze Nacht. Und sehr, sehr unbequem auch im Zug, aber. Wir freuen uns auf die nächsten Tage, wenn es losgeht jetzt hier. Wir werden jetzt, wie gesagt, heute noch rasten und ein bisschen chillen und das Wetter super genießen. Ich werde noch mal kurz gucken, dass ich hier ein bisschen Getränke hole und also Wasser auf jeden Fall. Dass wir doch erstmal lieber noch ein bisschen mehr Wasser mitnehmen, weil wir nicht wissen, wie wir es filtern. Also wir haben zwar Filter dabei, aber wie das Wasser unterwegs, sag ich mal, eher zu besorgen ist. Wir haben zwar viele Seen und alles und da müssen wir erstmal gucken, wie die Qualitäten sind. Weil wir müssen das Wasser dann filtern und ja, dementsprechend in die Flaschen abfüllen. Aber das werden wir jetzt schon anfangen. Wir haben genug Wasserfilter dabei.
um das so zu machen. Und wir hoffen, dass alles soweit gut geht, auch klappt mit den Wasservorräten, die wir dann so planen. Weil wir haben nicht mehr die Möglichkeit, auf dieser Route, die wir gewählt haben, groß einzukaufen. Da gibt es nicht so viele Einkaufsmöglichkeiten. Also da haben wir dann schon weite Abstände zum nächsten Konsum, Laden, wie auch immer. Haben wir schon geguckt auf der Karte, oder ich habe mich die Nacht noch ein bisschen erkundigt. Deswegen ist es auch ein bisschen spät geworden, die Nacht. Aber ja, es wird cool. Es wird richtig geil. Es wird so sein, wie wir uns das vorstellen. Abenteuer, Wildnis. Nicht Seven vs. Wild, das sind wir nicht, aber wir sind abenteuerlich Wildnis. Also wir müssen ja auch dann gucken, dass wir in unserer Natur klarkommen. Wir haben dann mit den wilden Tieren zu tun, da müssen wir noch ein bisschen aufpassen. Da wissen wir ja auch noch nicht Bescheid mit solchen Lebewesen, mit denen sind wir ja noch nicht so oft in der freien Wildbahn begegnet, eigentlich gar nicht. Und das wird noch eine Herausforderung, wie wir uns da verhalten und auch mit unseren Lebensmitteln. Das muss halt alles... Hier ist alles groß. Mehltüten 2 Kilo. Ja. Da müssen wir halt noch gucken. Das sind halt noch wichtige Sachen, die halt zu beachten sind. Ne? Das sind, wenn man in der Natur schläft und hier solche Tiere wohnen, ist das natürlich immer mit Vorsicht zu genießen, wenn man sie begegnet oder die einfach mal ins Lager kommen, wo sie neugierig sind, weil wir halt mitten in ihrem Revier sind. Gut, wir haben Chilis bei, wir haben alles bei, Pfeffer bei, wir werden das Lager oder den Wagen, je nachdem, die Nahrungsvorräte dann mit Pfeffer und ähnliches benetzen, oder wir werden uns da schon mal überlegen, dass es halt unattraktiv ist, wenn die Tiere da ankommen und dran riechen, jedenfalls die Bären oder andere Tiere, die halt Interesse hätten an unserer Nahrung. Zum Glück haben wir kein Fleisch bei, dass wir da nicht ganz so attraktiv sind. Also wir essen zwar hin und wieder mal Fleisch und Würstchen und alles drum und dran, aber wir haben nichts bei. Wir haben nichts, was nach Wurst riecht oder etc. Also wir haben wirklich nur, wir haben eine Dose Fisch, aber das ist ja geschlossen. Und da ist also nichts groß Attraktives bei für diese Tiere, die uns dann zu nahe kommen. Aber neugierig sind sie ja trotz alledem, das ist ja schließlich ihr Revier. Also wir sind sehr gespannt. Wir werden gucken, dass wir natürlich viele, viele Aufnahmen machen und nehmen euch natürlich gerne mit. Und ich werde jetzt erstmal meinen Kaffee austrinken, wach werden, meine Dehnarbeiten machen, damit meine Schmerzen ein bisschen weniger werden. Und freue mich natürlich auf den angebrochenen Tag. Und wie gesagt, morgen geht es dann, wenn alles gut geht, mit der Fähre rüber zu unserer Radroute. Und dann wird es ein Abenteuer. Dann wird das Abenteuer gestartet. Dann drücken wir auf Play und dann geht's los. Ah, nee, geht ja schon los. Ja, okay, gut, das war es erstmal zum Tag heute. XY, ich weiß es nicht mehr. Manchmal komme ich ja eh durcheinander, ist mir, glaube ich, auch nicht mehr so wichtig, welcher Tag das ist. Wir haben so weit von abgeschalten, dass wir halt die Tage einfach schon an uns vorbeifließen lassen und das eigentlich auch ja nicht mehr so wichtig ist. Weil jetzt spielt ja keine Rolle, ob Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag, Samstag, Sonntag ist. Arbeiten müssen wir nicht und wir haben keinen Druck, keine Termine. Wir haben jetzt einfach Zeit für uns und darauf freuen wir uns am meisten. Wir wünschen allen, wie gesagt, eine angenehme Zuschauerreise und auf die tollen Erlebnisse, die wir haben mit den landschaftlichen Schönheiten, da werden wir euch definitiv mitnehmen. Und die kleine Kamera läuft sehr, sehr viel nebenbei. Also ich gebe mir Mühe, dass ich da gutes Material habe. Und wisst ihr was? Hier in Norwegen sind so viele Berge, das ist nochmal noch was anderes. Und wir haben hier Internet. Das kann man sich in Deutschland ja nicht vorstellen. Fahr mal in Deutschland in der sächsischen Schweiz. Wir wissen ja, wir kennen ja Deutschland. Also hier hast du wirklich fast überall Internet, egal wie hoch der Berg ist. Also es ist Wahnsinn. Es ist mal ein Vergleich, ist so, wo man sagt, so, die haben es hier hingekriegt, die haben es richtig gemacht. Und es ist doch eigenartig, dass es ein Land gibt, wo alles halbwegs funktioniert, oder? Die Züge sind pünktlich, die legen pünktlich ab. 6 Stunden Fahrt und der Zug kommt pünktlich an, ohne Verspätung. Also das ist unglaublich wahnsinnig. Also hier funktioniert es. In Norwegen funktioniert es. Und das ist irgendwie, sollte sich Deutschland wirklich mal ein Beispiel nehmen. Also das ist ganz, ganz anders und viel, viel netter hier die Menschen, außer der Bahnhofaufseher, der Feierabend machen will. Es ist wundervoll. Also wir sind sehr überrascht von diesem Land und sehr erfreut, hier sein zu dürfen. Und wir nehmen euch mit. Also wir sagen erstmal einen angenehmen Tag für euch. Wir hören uns später bestimmt nochmal bei den nächsten Eindrücken. Aber das war erstmal so die morgendliche Zusammenfassung am Tag 1 in Trondheim. Und wir hoffen, dass es euch ein bisschen hilft. Ich kann euch nochmal die Landschaft zeigen, wenn ihr möchtet. Eine wunderschöne Landschaft. Super.
Da ist die Stadt. Also ist nicht so schön, aber das ist schön. Oh, das ist schön. Okay, meine Jungs und Mädels. Macht's gut. Bis später.